Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars Table Online. Ich stehe jetzt wieder bei Alex, also hatte ich ja letzte Folge schon angekündigt, dass wir nur den Garten so ein bisschen gemacht hatten, damit wir die Zeit überbrücken können mit der Zeitblocke, den wir hatten. Genau, und ich würde jetzt sagen, machen wir direkt hier einmal weiter. Warte ich ein bisschen. So. Hör mal, wenn du nach Silverglade gehst, egal was du machst, komm diesem Mann nicht zu nahe. Er ist vielleicht wie ein Tatterkreis, aber er ist der gefährlichste Mann auf der Insel. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir ihm zeigen können, wo es lang geht. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Hier, nimm dieses Ferngleis. Bleib am anderen Ende des Platzes und setz dich vor das Gasthaus. Es dauert vielleicht ein bisschen, bis Herr Sandman auftaucht. Aber hoffentlich brauchst du nicht zu lange auf den alten Knacker zu warten. Mit jeder Sekunde, die wir hier bleiben, bringen wir uns mehr in Gefahr. Okay, dann beeilen wir uns doch mal. Und mein Netz ist leider nicht voll gedreht. Deswegen sind wir ein bisschen langsam unterwegs, aber ich glaube, das merkt man gar nicht so stark. Es ärgert mich nur, ich habe einmal ganz knapp vergessen, meine zwei Pferde zu verpflegen, die ich immer verpflege. Ich habe sie dann um, ich glaube, 0:03 Uhr oder 4 verpflegt und das hat leider nicht mehr gereicht. Ärgerlich, aber ja. Was will man machen? Ich bin ja trotzdem zu geizig, wieder eine Stallhütte zu kaufen. Ich denke, klar, ich habe... ich habe Starcords und so, aber dennoch möchte ich sie nicht zu sowas wie Stallhütte und so verwenden, wenn man doch die paar Jorvik-Schimmen, die man sonst ausgibt, also für zwei Pferde oder so, die man verpflegt, das ist jetzt nicht so viel. Wenn ich mir trotzdem die Starcoins spare, hat man mehr zu Pferde kaufen, Frisuren kaufen oder sonst irgendwas. Warum muss eigentlich. Ah, da. Pferde nutzen, alles klar. Okay. Dann warten wir mal. Und warten. Halt, warum geht diese langen Leiste so langsam voran? Na, vielleicht nicht wohl in der Tasche wissen. Da kommt einer. Ja, das sieht schon richtig. Ja, fällt überhaupt nicht auf, wenn wir im Ferngas sitzen, wenn der Dreck auf uns zuläuft. Und einmal mitten durchs Beet durch, genau. Jetzt geht er da hinten weg. Perfekt, da müssen wir wahrscheinlich jetzt gleich wieder lang halten. Perfekt, Anforderung erfüllt, dann reiten wir zurück. Ich denke mal, wir müssen zurück, oder? Ja, muss ich. Der blöde Baum. Nein. Ich hätte ausfahren sollen. Ich glaube, das wäre schneller gewesen. Nee, das habe ich nicht nochmal quer durch. Am Ende lande ich sonst nochmal. Ich bin schon mal zwischen dem Dach und dieser Wand hier gefallen. Also ich bin da schon mal reingefallen. Ich bin nicht herausgekommen. Ich bin mich im Endeffekt auch noch abfallen lassen. Das riskiere ich jetzt nicht nochmal. Meine Arme zählen. Dass er wieder leben will, gerne abgehen. Ja, sollte auf jeden Fall gleich wieder voll sein. Ja, wie dämlich kann man sein? Erst halt mal gegen den Baum und dann halt mal gegen den Zaun. Das ist halt wieder typisch für mich. Also sind Herr Sands und Herr Sandman die gleiche Person? Das erklärt alles. Jetzt wissen wir, in welche Tragödie Justin involviert ist. Er ist also nicht seinem Großvater besuchen, sondern wird von Dacor gefangen gehalten und einer Gehirnwäsche unterzogen. Und jetzt wissen wir auch, warum sich die Baroness so komisch verhalten hat. Sie war mit diesem Schleimbolzen von Herrn Sand verheiratet. Ich verstehe, dass sie das für sich behalten will. Wir haben mal was aktualisiert bekommen. Ich glaube hier unten. Ja, da.
nicht gut. Herr Sands ist nicht nur lebendig, aber er scheint auch Justin Morland entführt zu haben. Offenbar wusste er nie, dass die Baroness nach der Affäre vor langer Zeit ein Kind hatte. Was könnten er und Dacor nur von Justin wollen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. So, weiter. Während du unten im Dorf warst, sind die Baroness und Godfrey eingetroffen. Lass uns sehen, was die Baroness zu all dem zu sagen hat. Ja. Da bin ich doch mal gespannt. So. Oh Mann, das ist so peinlich. Ich werde natürlich alles erklären. Die Art, wie ich mich verhalten habe, ist... Also das war nicht im geringsten, wie sich eine erwachsene Frau in meiner Position verhalten sollte. Ich kann nur den ganzen Stress dafür verantwortlich machen, den ich in der letzten Zeit wegen der GED hatte. Wie sie damit gedroht haben, die Insel und den Weingarten zu zerstören, der durch den Winter schon genug gelitten hat. Ich bin zu alt für so etwas. Das muss es gewesen sein. Es hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Lass mich erzählen, was passiert ist. Da bin ich gespannt. Linda Chanda arbeitet ein paar Stunden in der Woche für mich. Sie hilft mir mit den Akten, liest mir meine Krimis vor und macht noch so dies und das, um das sich Godfrey und Carney nicht kümmern. Sie ist ein cleveres Köpfchen, deine Freundin, kann mit Zahlen und mit Wörtern umgehen. Und neugierig ist sie. Zu neugierig. Neulich ließ sich Linda statt der üblichen Arbeit rund um das Herrenhaus im Silverglade-Schloss den Dachboden aufräumen. Das war ein schwerer Fehler. Anscheinend hatte ich da ein altes Hochzeitsfoto herumliegen, eines von mir und dem Mann, der einmal mein Ehemann war. Herr Sandman, entschuldige, aber ich kann seinen neuen Namen nicht aussprechen. Ich kann es einfach nicht. Jedenfalls erkannte Linda meinen Mann als diesen Mann. Sie konfrontierte mich damit und ich geriet in Panik. Niemand durfte davon erfahren. Es würde den Ruf meiner Familie zerstören, den wir über hunderte von Jahren aufgebaut hatten. Ich befahl Godfrey, er solle Linda im Schloss einsperren, damit sie es niemandem erzählen konnte. Das war ein unüberlegter und törichter Plan. Ich schäme mich, wirklich. Aber trotz meiner Bemühungen scheinen die Schatten meiner Vergangenheit ans Licht zu kommen. Jetzt, wo ihr in diese tragische Sache verwickelt seid, schulde ich euch wohl die ganze Geschichte. Spannend. Es ist eine lange und leidvolle Geschichte. Ich bin noch nicht bereit, sie vollständig zu erzählen. Aber du hast schon selbst so viel herausgefunden. Ich schulde dir weitere Informationen. Mein erster Mann war nicht so, wie ich ihn mir bei unserer Heirat vorgestellt hatte. Er war gefährlich. Wir sind weggelaufen. Meine Eltern hatten unsere Verbindung nie gebilligt. Anfangs war unser gemeinsames Leben reine Glückseligkeit, aber dann hat er sich verändert. Oder besser gesagt, er begann, Dinge mit mir zu teilen, die er vorher verborgen gehalten hatte. Dunkle Dinge. Er glaubte, er hörte eine Stimme aus dem Meer. Sie versprach ihm ewiges Leben und Macht. Und diese Stimme... Er sagte, dass sie mich auserwählt hätte. Diese Stimme aus dem Meer hatte eine Rolle für mich in seinem Plan. Als ich von ihm schwanger war, verließ ich ihn. Ich hielt die Schwangerschaft geheim und gab das Kind nach der Geburt zur Adoption frei. Das arme Kind sollte niemals erfahren, dass dieser böse Mann sein Vater ist. Meine Eltern haben mir geholfen, dieses dunkle Kapitel meines Lebens zu verbergen. Als Linda mir das Foto zeigte, kamen all diese schrecklichen Erinnerungen wieder hoch. Deshalb habe ich getan, was ich getan habe. Deswegen und wegen diesem Mädchen Sabine. Seit sie in meinen Stall aufgetaucht ist, ist mein Kopf voll dunkler Gedanken. Zorniger Gedanken. Erst jetzt, wo sie weg ist, klärt mein Geist wieder auf. Also, Alex, Linda, wenn ich etwas tun kann, um das, was ich der armen Linda angetan habe, wieder gut zu machen, dann sag es einfach. Okay, dann ist Dr. Thomas rausgefunden. Ich meine, das erste, was wir machen können, natürlich wahrscheinlich Linda befallen. So. Ich glaube, hier unten ist das. Während Linda den Familienbaum des Silverglades erforschte, entdeckte sie eine schockierende Wahrheit. Thomas Morland ist der Sohn von Annabeth Silverglade.
Er wusste sein ganzes Leben lang nicht, dass die Baroness seine leibliche Mutter war. Nur dank ihrer anonymen Spenden in all den Jahren konnten sich der Moorlandstall finanziell über Wasser halten. So, Alex. Die Baroness ist eine mächtige Verbündete. Ihre Familie ist eine der einflussreichsten von ganz Jorvik. Sie ist der Top-Sponsor für Reitveranstaltungen in der Gegend und stellt sogar ihre Reitarena der Gemeinde zur Verfügung. Und natürlich hat sie eine krasse Bibliothek, die Linda zum Sabbern bringt. Wirklich. Normalerweise würde ich ja den Rachemodus aktivieren, wenn jemand eine meiner besten Freundinnen eingesperrt hat. Aber unter den gegebenen Umständen sollten wir die Baroness beim Wort nehmen. Herr Sands und die Nachtreiter können die Menschen wirklich durcheinander bringen. Ich sage, wir nehmen die Entschuldigung der Baroness an und behalten ihr Geheimnis für uns. Ist klar. Ich auch sehr mit ihr. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich hoffe, dass wir diese unangenehme Erinnerung dort belassen könnten, wo sie hingehören, nämlich in der Vergangenheit. Wenn ich euch jemals irgendwie behilflich sein kann, zögert nicht, mich zu fragen. Und sagt der lieben Linda, dass sie, wenn sie möchte, ihre Arbeit bei mir zum doppelten Lohn fortsetzen kann. Ich möchte eine Assistentin wie sie nicht verlieren. Na? Du solltest dann deine Freundin aus dem Schloss befreien. Godfrey hat den Schlüssel. Wolltest ja mit Godfrey reden? Natürlich, junges Fräulein. Ich bin sicher, dass ich den Schlüssel hier irgendwo in einer meiner Taschen habe. Nein, in dieser vielleicht? Oh nein, jetzt bitte keinen Schlüssel suchen. Oh, da ist ja der Schlüssel. Ich verstecke ihn immer in meinem Schuh. Aber diesmal habe ich es vergessen. Hier hast du ihn. Du und Alex könnt zum Schloss reiten, um euren Freund zu befreien. Alles klar. Auf geht's zum Schloss. Ich reite schon mal vor, Alex. Ich muss ja jetzt nicht in den langsamen Tempo betreiben. Ich hoffe, dass wenn wir eher am Schloss sind, dass sie sich einfach so ein bisschen hinterher teleportiert. Wow. Richtig spannende Erkenntnisse heute in der Folge. So, Hauptstory Quest, eine der spannendsten Quests, würde ich sagen. Aber ich freue mich auch schon wieder so auf ein paar Nebenquests rein. Also, wir haben ja noch sehr, sehr viel zu tun und ich freue mich wieder richtig da drauf. Also, ja, Story einfach nochmal zu spielen, ist einfach so was Schönes. Vor allem, weil manche Sachen sich verändert. Ich wusste auch nicht mehr, dass die Quest so geschrieben war, wie sie jetzt halt war. Von daher, perfekt. So, und einmal den Schlüssel rein. Und da geht die Tür auf. Ah, perfekt. Oh, wo kommt das helle Licht her? Was? Ich bin frei? Oh, eine Folge freigeschaltet. Und ich habe übrigens eine Hose bekommen. Das ist nicht hier. Ich bin ehrlich, ich finde sie nicht schön. Deswegen gehen wir da gar nicht erst genau drauf ein. Aber wir haben eine Folge freigeschaltet. Bei der Baroness haben wir auch noch einen neuen Eintrag. Oh, den nehmen wir dann auch gleich noch mal. Da, ungerecht. Ah, Belinda, Linda befreien. So, die würde ich sagen, machen wir dann noch. Ihr habt mich befreit? Danke, Astrid. So heißt du doch. Vom Runenstein? Alex hat dir also keine Angst gemacht? Ich bin froh, dass du dich entschlossen hast, zu bleiben. Ihr werdet nicht glauben, was ich über die Silvergeld-Familie herausgefunden habe. Die Baroness war früher mal mit unserem Erzfeind, Herrn Sands, verheiratet. Sie hat sich sehr bemüht, diesen Teil ihrer Vergangenheit zu verbergen. Als ich sie mit dem Beweis konfrontiert habe, hat sie Panik bekommen und mich im Schloss eingesperrt. Was? Ihr wusstet schon von dieser geheimen Heirat? Was habe ich verpasst? Erzähl mir alles. Oh, ganze Menge. Die Baroness ist also mit Herrn Sands abgehauen und es kam zu einer kurzen, turbulenten Ehe. Kurz danach hat sie ein Kind bekommen, Thomas, das sie vor ihrem üblen Ex-Ehemann geheim halten wollte.
Thomas ist aufgewachsen, ohne je etwas über seine Herkunft zu erfahren und hatte selbst einen Sohn, Justin. Zurück in die Gegenwart. Herr Sands hat von seinem geheimen Nachwuchs erfahren und seinen Nachtreiter Sabine losgeschickt, um Justin zu einem Treffen zu bringen. Wir können nur darüber spekulieren, warum das Ganze... aber er hat sicher keine noblen Gründe. Nimm dann noch die Tatsache dazu, dass die Runensteine mit pandorischer Energie erstrahlen und es ist klar, dass die Soulrider jetzt alle Hilfe brauchen, die sie kriegen können. Oh Gott, eine ganze Menge. Gut, dann würde ich sagen, ja, lass mich drehen, lesen wir noch die 2 Tagebücher-Einträge. Ich würde sagen, fangen wir mit der Baroness M an. Ich werde es jetzt mal hier. Während Linda die Familiengeschichte der Silverglades erforschte, entdeckte sie eine schockierende Wahrheit, die die Baroness vertuschen wollte. In ihrer Jugend führte Annabeth Silverglade eine kurze Ehe mit jemandem namens John Sandman. Kurz nach dem Ende der Ehe brachte sie ein Kind zur Welt, das sie zur Adoption freigab. Und das Kind? Ihr geheimer erster Sohn ist niemand anderes als Thomas Morland. Wie es sich herausstellte, hat die Baroness all die Jahre anonyme Spenden geschickt, um den Morlandstall über Wasser zu halten. Die Baroness hat schließlich ein Kind, das Pferde genauso sehr liebt wie sie. Und was John Sandman angeht, anscheinend handelt es sich hierbei um Herrn Sands, den Feind der Soulrider. Haben sich die beiden etwa tatsächlich geliebt? Und Emma Linda? Ja. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht vorgelesen. Dann würde ich sagen, das war komplett. Linda, da. Ihr Pferd ist Meteor, ihre Jobs sind Soulrider und persönliche Assistentin der Baroness. Sie hat am 27. Januar Geburtstag und ist somit Wassermann. Sie wohnt in Jalaheim. Ihr Geburtsort ist Punjab. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auf jeden Fall in Pakistan. Ihr Lieblingsessen ist Tiramisu. Besondere Fähigkeiten sind der Mondkreis oder Springreiten. Und ihre Hobbys sind antike Geschichte, Fanfiction und Cosplay. Ich glaube, ich würde mich mit ihr echt gut verstehen. Linda Chanda. Linda Soulrider des Mondkreises reitet das Pferd Meteor. Ihre Familie ist nach Jorvik ausgewandert, als sie noch ein kleines Mädchen war. Obwohl ihre Eltern und Geschwister nach England gezogen sind, ist Linda auf Jorvik geblieben, um ihrer Leidenschaft für Pferde und Geschichte nachzugehen. Sie liebt es völlig, in Bücher jeder Art einzutauchen, aber ganz besonders haben es ihr die Geschichtsbücher angetan. Nach dem Abenteuer der Soulrider vor 2 Jahren hat Linda einen Job als persönliche Assistentin von Baroness Silverglade angetreten. Lindas Neugier brachte sie in Schwierigkeiten, als sie im Stammbau des Silverglades etwas entdeckte und die Wahrheit ans Licht brachte. Glücklicherweise ließ sie eine verzweifelte Baroness nur wegen eines Missverständnisses einsperren und nicht wegen etwas viel Ernsterem. So, und damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende der Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auch hier wieder. Tschüss! Thank you.